Ja, und Ihnen, meine Damen und Herren, natürlich herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihr Hiersein. Ich hoffe, dass wir das, was Sie von uns erwarten, auch erfüllen können. Und ich beginne jetzt mit dem ersten Teil dieses Doppelvortrags, der unter dem Titel steht Nietzsche und der Neobarbarismus im frühen 20. Jahrhundert und heute. Die Gliederung meines Vortrags sehen Sie hier und der numerischen Ordnung gemäß beginne ich mit Punkt 1, mit einigen Vorbemerkungen zur historischen Semantik des Barbarenbegriffs und zu seinem Stellenwert in Nietzsches Texten. Es wird heute in diesem Vortrag, Herr Becher hat es schon angedeutet, nicht primär um Nietzsches Texte, um Nietzsches Werke gehen, sondern primär um Aspekte seiner Wirkung, seiner Wirkungsgeschichte. Und ich werde dazu auch etwas weiter zurückgreifen. Es wird, wie gesagt, auch um das frühe 20. Jahrhundert gehen, nicht nur um heute. Da gibt es einige Kontinuitäten, die ich Ihnen vor Augen führen möchte. Und am Anfang jetzt in diesen Vorbemerkungen greife ich noch etwas weiter aus in die europäische Traditionsgeschichte. Bevor ich Ihnen jetzt also im ersten Teil dieses Doppelvortrags einige aktuelle Rebarbarisierungsprogramme im Ausgang von Nietzsche präsentieren möchte, wobei es sich vor allem um Tendenzen der sogenannten Neuen Rechten bzw. deren US-amerikanischem Pendant, der sogenannten Alt-Right, also der Alternative-Right handelt, gehe ich zunächst in aller Kürze auf die historische Semantik des Barbarenbegriffs ein, der sich in durchaus unterschiedlichen Bedeutungen erstaunlich oft in Nietzsches Texten findet. Dass es sich geradezu um ein für sein Denken zentrales Konzept oder besser gesagt Konzeptgemenge handelt, wird bereits deutlich, wenn man sich dem Thema auf statistischem Wege, nämlich über eine Stichwortsuche in der digitalen kritischen Gesamtausgabe der Werke und Briefe auf der Website Nietzsche Source annähert. Gibt man nämlich den Wortstamm Barbar in das Suchfeld hier auf dieser Website ein, so erhält man nicht weniger als 267 Fundstellen mit verschiedenen flektierten Formen und zwar durchgängig vom Frühwerk, das Nietzsche als Basler Philologieprofessor um 1870 begonnen hat, bis hin zum Spätwerk Ende der 1880er Jahre, kurz vor seinem geistigen Zusammenbruch. Zum Vergleich, das für Nietzsche besonders prominente Lexem Übermensch, das freilich auch signifikante Querverbindungen mit dem Barbarischen aufweist, wie Sie noch sehen werden, bringt es dagegen insgesamt auf nur 224 Fundstellen, also 267 Barbaren gegen 224 Übermenschen. Auch wenn Nietzsche also deutlich öfter auf Barbaren als auf den Übermenschen zu sprechen kommt, hat die Nietzsche-Forschung allerdings den Barbaren bislang vergleichsweise stiefmütterlich behandelt. Im Gegensatz zum Übermenschen und anderen bekannten Nietzsche-Schlagworten, also Wille zur Macht, ewige Wiederkehr, desgleichen, Amor Fati und so weiter und so fort, gibt es zum Barbaren weder im Nietzsche-Wörterbuch noch im Nietzsche-Lexikon Einträge. Im Nietzsche-Handbuch informiert immerhin ein knapper Artikel über Barbaren, allerdings fokussiert auf wenige Notate aus dem späten Nachlass. Das Sachregister der Weimarer Nietzsche-Bibliografie schließlich liefert gerade einmal 9 Titel zu Barbaren bzw. Barbarentum, allesamt erst aus der Zeit nach der Jahrtausendwende und zum Teil das Thema eher streifend. Beginnen wir nach diesen quantitativen Erhebungen mit ein paar grundlegenden Überlegungen zum Konzept des Barbaren, dessen allgemeine, also nicht auf Nietzsche bezogene, sondern übergreifende Begriffs- und Ideengeschichte kann inzwischen als recht gut erforscht gelten. Seit den 1990er Jahren hat sich sogar geradezu ein eigener kulturwissenschaftlicher Forschungszweig etabliert, der sich darum bemüht, das Barbarische als einen Grundbegriff der europäischen Geistes- und Kulturgeschichte in seiner langen Dauer von der Antike bis zur Gegenwart herauszuarbeiten und in seinen vielfältigen Ausformungen und Wirkungsbereichen zu analysieren. Diese Aufgabe erscheint umso dringlicher, als in jüngster Zeit der Begriff des Barbarischen wieder vermehrt aufgerufen wird, und zwar in sehr unterschiedlicher, ja gegensätzlicher Wertung. Sei es angesichts der Herausforderung durch den globalen islamistischen Terrorismus, wenn beispielsweise die Zerstörung der syrischen Weltkulturstätte Palmyra im Jahr 2015 durch Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats in der europäischen oder westlichen Presse als empörende Barbarei bezeichnet wurde, oder wenn die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die Enthauptung einer deutschen Geisel durch die Terrorgruppe
Abu Sayyaf auf den Philippinen Anfang des Jahres 2017 mit Nachdruck als barbarische Tat verurteilte. Oder sei es, dass umgekehrt neurechte Autoren in Europa und den USA zum Teil unter expliziter Berufung auf Nietzsche eine Rebarbarisierung der vermeintlich überzivilisierten eigenen Bevölkerung fordern, um der behaupteten Bedrohung durch Fremde, meistens islamische Zuwanderer, Widerstand entgegensetzen zu können. Ich komme im dritten Teil meiner Ausführungen darauf zurück. Doch wer oder was ist eigentlich ursprünglich mit dem Ausdruck Barbar gemeint? Wort- und Begriffsgeschichte des Barbarischen fallen zusammen. Das altgriechische, onomatopoetische Substantiv Barbaros, das nach alter und noch heute herrschender etymologischer Ansicht der Stammelnde, der unverständlich Sprechende, also Barbar im Sinne von Blabla, der Barbar, derjenige, der nur Blabla sagt, und dann später einfach der Fremde bedeutet, diente seit dem 5. Jahrhundert vor Christus zur ausschließenden und herabsetzenden Bezeichnung aller Nichtgriechen. Also die können nicht reden, die sagen nur Blabla, Barbar. Vor allem die Perser wurden so genannt. Später dann nannten die Römer die Gallier oder Germanen so. Es handelte sich folglich um ein Alteritätskonzept ethnozentrischen, antithetischen und asymmetrischen Zuschnitts. Dass Nietzsche als Altphilologe um diese Wort- und begriffsgeschichtlichen Zusammenhänge wusste, zeigt etwa folgendes Notat aus dem frühen Nachlass. Das Wort Barbar und Barbarei, so schreibt er da, ist ein böses, verwegenes Wort und nicht so ohne Vorrede wage ich es, es zu gebrauchen. Und wenn es wahr ist, dass die Griechen von dem Sprachtone fremdländischer Völker wie von einem Gequake sprachen und daher mit einem gleichen Namen die Frösche benannten, so sind Barbaren, also Quäker, sinnloses und unschönes Geplapper. Ganz sicher scheint Nietzsche sich allerdings nicht zu sein. So fällt neben der Kasus-Inkongruenz am Schluss die eigentümliche, hypothetisch konditionale Struktur dieser Äußerung über die vermeintliche Homonymie zwischen Barbaren und Fröschen im Altgriechischen auf. Dafür gibt es übrigens auch keinen Nachweis, dass die Griechen die Barbaren genauso benannt haben wie die Frösche. Entscheidend ist aber vorerst, dass Nietzsche die ursprüngliche Denotation des Begriffs prinzipiell kennt und aufruft. Auch wenn sie sich im Laufe der Jahrhunderte und des lexikalischen Übergangs über das lateinische Barbarus in die europäischen Vernakularsprachen abgeschliffen hat, ist die seit den Perserkriegen damit verbundene pejorative Konnotation, wonach der Barbar wild, grausam und gesetzlos ist, aber auch furchtsam und ein geborener Sklave sein kann, bis in die Neuzeit hinein erhalten geblieben, beziehungsweise selbst zur primären Wortbedeutung geworden. Dass diese vielschichtige, changierende Bedeutung noch zu Nietzsches Zeit geläufig war, verdeutlicht ein Blick in den Artikel Barbar in Meyers Konversationslexikon von 1874, wo es zunächst über den seit den Perserkriegen verächtlichen Sinn des Wortes heißt, es diene zur Bezeichnung des Unfreien, Knechtischen, Feigen, während im Fortgang des Artikels eher auf die semantische Dimension des Aggressiven, Bösartigen abgehoben wird, die sich angeblich erst seit dem 8. Jahrhundert feststellen lasse. Beim späten Nietzsche begegnet diese Bedeutung wiederholt, und zwar mitunter in recht positiver Umwertung. Man denke nur an die berühmt-berüchtigte, bei Nietzsche oft mit Vornehmheit assoziierte blonde Bestie, die ich mit Blick auf die im frühen 20. Jahrhundert begegnenden Vorläufer der aktuellen nietzscheanischen Neobarbarismen im Folgenden noch etwas genauer inspizieren möchte. Damit komme ich zu Punkt 2, Züchtung einer höheren Barbarenrasse, Eduard Berz und Gottfried Benn. Der Hinweis darauf, dass der Barbar bei Nietzsche insbesondere auch als blonde Bestie auftritt, ruft einen anderen von Nietzsche explizit damit assoziierten Begriff auf, der konzeptionsgeschichtlich zwar viel jünger als der Barbarenbegriff, jedoch bereits seit seinem Auftreten in der frühen Neuzeit vielfach mit diesem verbunden ist, den Begriff der Rasse. Die wohl wirkmächtigste und schon um 1900 gern mit Nietzsche verglichene Rassentheorie des 19. Jahrhunderts, die Arthur de Gobineau in seinem vierbändigen Essai sur l'inégalité des races humaines 1853 bis 1855 entwickelt hat, unterscheidet bezeichnenderweise nicht nur in hierarchisierender Absicht die drei Großrassen der Weißen, Gelben und Schwarzen,
sondern verwendet dabei auch immer wieder den Terminus Barbar, um außereuropäische, nicht weiße Rassen herabsetzend zu bezeichnen. Von barbaren Rassen, das ist ein Zitat, kann man auch bei Nietzsche lesen, wenngleich sich hierbei nicht selten ein umwerterischer Umgang mit diesen Begriffen geltend macht. In einer frühen Deutung, die Eduard Bertz in seinem Buch mit dem auf den ersten Blick merkwürdig anmutenden, aber gut zu den geplanten Aktivitäten in der nächsten Woche passenden Titel »Die Philosophie des Fahrrads« aus dem Jahr 1900, dem Todesjahr Nietzsches, wie Sie wissen, vorgelegt hat, liest sich diese Verbindung des Rassegedankens mit dem barbaren Begriff bei Nietzsche so, dass dieser einen an Rousseau und Darwin anschließenden bzw. deren Positionen radikalisierenden Kampf gegen die Entartung der Rassen führe, damit die durch Kultur außer Tätigkeit gesetzte natürliche Zuchtwahl wieder wirksam werde, wie im Zustande der Barbarei und in gerader Linie höheren Menschheitsbildungen zustrebe. Bertz zitiert zwar keine konkrete Stelle aus Nietzsches Schriften, aber es dürfte wohl nicht allzu spekulativ sein, hierin eine Anspielung auf Passagen wie etwa diejenige über die blonde Bestie aus Abschnitt 1.11 der Genealogie der Moral zu erkennen, wo es heißt bei Nietzsche, diese Kühnheit vornehmer Rassen, ihre Gleichgültigkeit und Verachtung gegen Sicherheit, Leib, Leben, Behagen, ihre entsetzliche Heiterkeit und Tiefe der Lust in allem Zerstören, in allen Wollüsten des Siegs und der Grausamkeit, alles fasste sich für die, welche daran litten, in das Bild des Barbaren, des bösen Feindes, etwa des Goten, des Vandalen zusammen. Das tiefe, eisige Misstrauen, das der Deutsche erregt, sobald er zur Macht kommt, auch jetzt wieder, ist immer noch ein Nachschlag jenes unauslöschlichen Entsetzens, mit dem jahrhundertelang Europa dem Wüten der blonden germanischen Bestie zugesehen hat, obwohl zwischen alten Germanen und uns Deutschen kaum eine Begriffs-, geschweige eine Blutsverwandtschaft besteht. Derartige, beim späten Nietzsche häufiger zu findende Gegenüberstellungen, wie diejenige zwischen vornehmen, starken, alten Germanen und demgegenüber entarteten, schwachen, modernen Deutschen, zeugen Bertz zufolge von Nietzsches Annahme einer in Deutschland und der ganzen westlichen Welt stattfindenden, Zitat, Rassenentartung unter dem Einfluss der Kultur, der nur durch eine rebarbarisierende Regeneration der weißen Rasse zu begegnen sei. Das Mittel, das Bertz dafür anempfiehlt, scheint harmlos genug. Es ist, zugespitzt formuliert, das im Titel seines Buchs angesprochene Fahrradfahren, das Pars pro Toto für körperliche Ertüchtigung steht. Während Bertz, ungeachtet seiner Wortwahl, Rassenentartung und so weiter, keineswegs dem rechten politischen Spektrum zugehörte, sondern im Gegenteil ein linkssozialistischer Denker war, der der Sozialdemokratie nahestand, sich offen für die Gleichberechtigung Homosexueller einsetzte und so weiter, sympathisierte der zweite Autor, den ich noch kurz als weiteres Beispiel für frühe nietzscheanische Barbarisierungsprogramme anführen möchte, zumindest zeitweise mit der extremen Rechten, Gottfried Benn, den Gunnar Decker in seiner 2006 erschienenen Biografie selbst als, Zitat, Genie und Barbar porträtierte, hatte im nationalsozialistischen Machtergreifungsjahr 1933 in einer Reihe ästhetisch-politisch-biologistischer Essays wie Züchtung oder Züchtung 1, Der deutsche Mensch, Erbmasse und Führertum, Geist und Seele künftiger Geschlechter oder Zucht und Zukunft, eine an Zarathustras Lehre vom Übermenschen angelehnte eugenische Selektionsutopie entwickelt, mit der er sich dem NS-Staat als Intellektueller anempfehlen wollte. Benn beschwor in diesen Texten eine Rassenzüchtung herauf, die im Sinne einer bizarr anmutenden Synthese von Geist und barbarischer Brutalität, Zitat Benn, Gehirne mit Eckzähnen für den Kampf um Deutschland produzieren sollte. Von seinen durch die Nietzsche-Lektüre inspirierten Züchtungsplänen einer barbarischen Herrenrasse distanzierte sich der Dichter aber schon bald auf die Zurückweisung seiner überspannten Ideen von Seiten des offiziellen Nationalsozialismus, reagierte er schon 1934 mit trotzigem Rückzug in eine Zwei-Welten-Lehre, der zufolge Geist und Macht einander unversöhnlich gegenüberstehen. Auch wenn in Benns Essay Züchtung 2 aus dem Jahr 1940 eine entsprechende hierarchische Zweiteilung der Menschheit
hier der seltene Mensch und dort die geringen Naturen, sogar ausdrücklich als ein, wenn nicht der Grundgedanke Nietzsches selbst dargestellt wird, distanziert sich Benn um diese Zeit sehr deutlich von Nietzsche. So unterstellt er Nietzsche einen verhängnisvollen Fehler, insofern dieser, Zitat, mit dem Anpassungsvorgang der Erdmasse an den Organisator ihn, also Nietzsche, den Wählerischen, den Höheren, die höhere Rasse gerechnet habe, während sich de facto, so Benn, die dumme Erdmasse dem widersetze. Zwar feiere Nietzsches, laut Benn, biologisch-darwinistische Idee der Züchtung im totalen Staat Hitlers ihren Siegeszug, doch so, dass alle, Zitat Benn wiederum, geschmackliche und moralische Verfeinerung bei den Deutschen als rassewidrig gelte. Dass Benn sich 1933, also ein Jahr vorher, oder 7 Jahre vorher in dem Fall, noch selbst an nietzscheanischen Züchtungsplänen einer barbarischen Herrscherrasse berauschte, erwähnt er dabei freilich mit keinem Wort. Fast scheint es, als wolle er im Nachhinein alle Verantwortung für die eigenen gedanklichen Fehltritte auf Nietzsche abwälzen. Inwiefern mit Blick auf diesen überhaupt von Züchtung die Rede sein kann, wird nachher Katharina Grätz thematisieren. Damit komme ich zum dritten und letzten, aber auch ausführlichsten Punkt meines Vortrags. Nur Barbaren können sich verteidigen, Götz Kubitschek und Jack Donovan. Hatte Benn sich schon recht früh von seinen vermeintlich an Nietzsche anschließenden barbaren Rassenzüchtungsfantasien verabschiedet, lange vor 1945, also im Grunde schon 1934, so hat der in Nietzsches Texten zu findende Motivkomplex von Barbaren, blonden Bestien, höheren Menschen, vornehmer Rasse und so weiter die Aufmerksamkeit der neuen Rechten wieder und in jüngerer und jüngster Zeit verstärkt auf sich gezogen. In Karl-Heinz Weismanns 2005 erschienener Überarbeitung von Armin Mohlers erstmals 1950 veröffentlichtem Handbuch zur konservativen Revolution in Deutschland, das quasi als die Gründungspublikation, die Bibel, wenn Sie so wollen, der neuen Rechten gelten kann, bezieht sich der Autor, der Überarbeiter, Weismann, bezeichnenderweise gleich zu Beginn und dann erneut gegen Ende des zentralen Abschnitts Nietzsche als Erzieher, ein anderes Kapitel in diesem Buch heißt Hitler als Erzieher, das nur am Rande, auf den Begriff des Barbaren. Weismann identifiziert den Barbaren hier in positiver Wertung mit Nietzsches Rede von der blonden Bestie. Gemeint ist damit der angeblich von Nietzsche als Übermensch und Zarathustra verkündete, schöpferische, von allen gewöhnlichen Konventionen befreite, somit amoralische und zum Setzen neuer Werte, ja zur Schaffung einer neuen Aristokratie berufene Einzelne, so Weismann. In dasselbe Horn stößt ein weiterer, in letzter Zeit verstärkt medial präsenter Protagonist der neuen Rechten, der eng mit Karl-Heinz Weismann zusammenarbeitende, aber auch mit AfD-Größen wie Björn Höcke und André Poggenburg eng vernetzte Götz Kubitschek, seines Zeichens unter anderem Gründungsmitglied des Schnell-Roda-Instituts für Staatspolitik in Sachsen-Anhalt, Geschäftsführer des dort angesiedelten neurechten Antaios-Verlags und Hauptredakteur der Zeitschrift, natürlich der neurechten Zeitschrift, auch Sezession. Kubitschek beruft sich ebenfalls auf Nietzsche und zwar durchaus im eben genannten Sinn. Auch ihm geht es um eine nietzscheanische Barbarisierung und noch konkreter um eine Entzivilisierung und Rebarbarisierung der Deutschen, der heutigen Deutschen, im Kampf gegen die Deutschland vermeintlich erobernden Fremden. In seiner kurzen Monographie Provokation, schon 2007 bei Antaios erschienen, zieht Kubitschek an prominenter Stelle Nietzsche herbei, um zum Vorbürgerkrieg in Deutschland aufzurufen. Dies soll exemplarisch etwas genauer betrachtet werden, ist deshalb ein größerer Ausschnitt zitiert. Gegenwehr oder Verschwinden, das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Der Kampf um die Vorherrschaft im eigenen Raum ist ein Kampf, keine Diskussion. Wenn eine Seite die Kraft für die Auseinandersetzung nicht aufbringt, verschwindet sie einfach. Oder mit anderen Worten, wenn wir Deutschen zu zivilisiert für die Notwendigkeiten des Vorbürgerkriegs bleiben, ist die Auseinandersetzung bereits entschieden. Nur Barbaren können sich verteidigen, sagt Nietzsche. Mit anderen Worten, die Deutschen, also wir, sind überzivilisiert, dekadent, verweichlicht und werden deshalb an multikultureller Überfremdung zugrunde gehen, wenn wir nicht wieder verwildern, barbarischer werden und damit unsere Verteidigungsinstinkte gegen die Fremden reaktivieren. Denn, so sage ja Nietzsche, nur Barbaren können sich verteidigen.
Das philologische Problem ist nur bei dem vermeintlichen Nietzsche-Zitat, nur Barbaren können sich verteidigen, handelt es sich um eine Fälschung. Es gibt, wie gesagt, zwar zahlreiche Passagen über Barbaren in Nietzsches Werk und Nachlass, aber eine Stelle des von Kubitschek zitierten oder auch nur ähnlichen Wortlauts findet sich darin nicht. Die Wörter Barbaren und Verteidigen kommen bei Nietzsche nie zusammen vor. Allerdings hat Kubitschek das Zitat nicht einfach selbst erfunden, sondern er entnimmt es, ironischerweise, den auch ansonsten für ihn als Stichwortarsenal dienenden Aussichten auf den Bürgerkrieg von Hans Magnus Enzensberger aus dem Jahr 1993, wo dieses Nietzsche-Zitat als Motto vorangestellt ist. Also wenn Sie das Buch aufklappen, dann springt Ihnen dieses angebliche Nietzsche-Zitat entgegen. Dabei findet eine nicht unerhebliche Verschiebung statt, während Enzensberger das Nietzsche-Zitat anführt, das vermeintliche Nietzsche-Zitat anführt, um eine pessimistische Gegenwartsdiagnose angesichts verschiedenartigster Krisen und Konflikte auf den Punkt zu bringen, greift Kubitschek es eindeutig affirmativ auf als Kampfformel, um seine Leser zur barbarischen Selbstverteidigung gegen die Fremden zu motivieren. Man mag sich fragen, wie das falsche Nietzsche-Zitat »Nur Barbaren können sich verteidigen« zustande gekommen ist. Ich habe das auch getan, und zwar in einem Brief an Enzensberger, aber natürlich leider keine Antwort darauf erhalten. Also was soll er auch sagen, er hat das Zitat halt erfunden. Möglicherweise hat Enzensberger aus dem Gedächtnis seinen Lektüreeindruck von Abschnitt 257 aus Jenseits von Gut und Böse wiedergegeben, wo es heißt, sagen wir es ohne Schonung, wie bisher jede höhere Kultur auf Erden angefangen hat. Menschen mit einer noch natürlichen Natur, Barbaren in jedem furchtbaren Verstande des Wortes, Raubmenschen noch im Besitz ungebrochener Willenskräfte und Machtbegierden, warfen sich auf schwächere, gesittetere, friedliche, vielleicht handeltreibende oder viehzüchtende Rassen oder auf alte, mürbe Kulturen, in denen eben die letzte Lebenskraft in glänzenden Feuerwerken von Geist und Verderbnis verflackerte. Die vornehme Kaste war am Anfang immer die Barbarenkaste. Dass hier eher die Angriffs- als die Verteidigungsinstinkte der Barbaren herausgestrichen werden, würde sogar besser zu Kubitscheks eigentlicher Intention passen als der Wortlaut bei Enzensberger. Ist Kubitscheks Berufung auf Nietzsche also tatsächlich nur deshalb problematisch, weil, wie schon bei Enzensberger nicht richtig zitiert wird? Es sieht doch auch und gerade angesichts dieses authentischen Zitats so aus, als hege Nietzsche sehr wohl eine große Sympathie für natürliche, vornehme Barbaren, ganz ähnlich wie heute Kubitschek. Meines Erachtens liegt hier ein grundsätzlich hermeneutisches Problem vor. Selbst wenn Kubitschek korrekt zitiert hätte, wäre nämlich zuerst zu fragen, wer spricht in Nietzsches Texten überhaupt? Kann man auch hinter ein authentisches Nietzsche-Zitat, das noch dazu vielleicht aus einem größeren Abschnitt herausgerissen wurde, einfach die Wendung sagt oder denkt oder meint Nietzsche setzen? Oder handelt es sich bei den in diesen Texten immer wieder sprechenden Ichs oder Wirs nicht vielmehr um perspektivische Instanzen, um Rollen, deren Äußerungen gerade nicht ohne weiteres dem empirischen Autor Nietzsche zugerechnet werden können? Und sind jene Äußerungen überhaupt auf eindeutige Positionen festzulegen, wie sie auf den ersten Blick in die Augen springen mögen? Ich denke nicht. Um das kurz an der zitierten Passage, die Sie hier immer noch sehen, aus Jenseits von Gut und Böse zu demonstrieren, zunächst scheint es sich um ein Plädoyer für die Barbaren, für die Raubmenschen zu handeln, weil der Sprecher sie zu Urhebern jeder höheren Kultur erklärt. Dagegen scheint er sich über schwächere, gesittetere Rassen bzw. alte, mürbe Kulturen zu mokieren, die sich gegen die angreifenden Barbaren nicht wehren können und von daher zu Recht zugrunde gehen. Schaut man jedoch etwas genauer hin, so zeigt sich hier lediglich eine bloß behauptete, nicht aber begründete oder etwa an konkreten Beispielen illustrierte zyklische Geschichts- oder Kulturauffassung, der zufolge im Anfang von Hochkulturen immer Barbarenangriffe stehen, wobei allerdings die Vorstellung naheliegt, dass diese Barbaren sich dann nach und nach zivilisieren und schließlich selbst wieder alte, mürbe Kulturen hervorbringen, die dann erneut von Barbaren überfallen werden und so weiter. Eine Vorstellung, die im Druckmanuskript sogar noch explizit entfaltet, für die Druckfassung dann allerdings gestrichen wurde, aus welchem Grund auch immer. Damit relativiert sich jedenfalls Nietzsches vermeintliches Plädoyer für die starken, vornehmen Barbaren schon merklich, denn die werden ja auch irgendwann wieder alte, mürbe Kulturmenschen. Abgesehen davon könnte man vor dem Hintergrund dieses Abschnitts 257 von Jenseits von Gut und Böse den Spieß natürlich auch genau umdrehen und den von Kubitschek als Gefahr gesehenen Untergang der überzivilisierten, schwächlichen Deutschen oder Europäer
mit Nietzsche oder mit Nietzsches Text als Chance für einen kulturellen Neuanfang unter der Herrschaft der fremden Barbaren begreifen, sodass auch eine mögliche Islamisierung des Abendlands ihren Schrecken verlöre. Danach kommt ja eine neue Hochkultur, also jedenfalls nach diesem Text. Michel Houellebecqs vor wenigen Jahren erschienener Roman Soumission, Deutsch Unterwerfung, 2015, in dem es übrigens auch um Nietzsche und die neue Rechte geht, stellt genau dies in einem fiktionalen Ausblick auf die nicht allzu ferne Zukunft eindrucksvoll dar. Also, dass die europäische oder französische Kultur von der islamischen übermächtigt und überformt wird. Dass ein sich auf Nietzsche berufender Neobarbarismus in rechten, neurechten Kreisen nach wie vor en vogue ist und dabei keineswegs auf Deutschland oder den deutschsprachigen Raum beschränkt, zeigt auch mein letztes Beispiel, das insofern besonders eindrücklich sein mag, als der Autor, um den es hierbei geht, das Barbarische nicht nur, wie Kubitschek, in der Theorie hochhält, sondern auch in der Praxis seines eigenen Lebensentwurfs verkörpert. Gemeint ist dieser junge Mann, der US-amerikanische politische Publizist und Maskulinitätsaktivist Jack Donovan, der sich der sogenannten Alt-Right zuordnen lässt. Richtet man den Blick auf Donovans barbarische Nietzsche-Rezeption, mag man sich wiederum an den Fantasy-Film Conan the Barbarian, also Conan der Barbar, aus dem Jahr 1982 mit Arnold Schwarzenegger in der Titelrolle erinnert fühlen, der auf Erzählungen zurückgeht, die der Autor Robert E. Howard seit 1932 veröffentlichte. Dieser tauschte sich nicht nur in einem regen Briefwechsel mit seinem bedeutenderen Schriftstellerkollegen H.P. Lovecraft intensiv über Nietzsche aus, sondern auch der Schwarzenegger-Streifen, zu dem John Milius, der auch Regie führte, und Oliver Stone das Drehbuch schrieben. Auch dieser Film beginnt tatsächlich mit einem Nietzsche-Zitat. That which does not kill us makes us stronger. Im Original, in der Götzendämmerung, Sprüche und Pfeile Nummer 8, heißt es unter der Überschrift aus der Kriegsschule des Lebens, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Also genau das ist dieses Nietzsche-Zitat ins Englische übertragen zu Beginn dieses Schwarzenegger-Films. Ein markiger Spruch, der längst zum geflügelten Wort geworden ist, von dem freilich heute die wenigsten wissen, woher es stammt. Donovan, dessen Name ja schon durch die O- und A-Assonanzen gepaart mit der N-Konsonanz in der Silbencoda an den Barbaren Conan gemahnt, hatte sich gleich mit seiner ersten Buchpublikation The Way of Man in deutscher Übersetzung von Martin Lichtmeß unter dem Titel Der Weg der Männer in Kubitscheks Antaios Verlag erschienen, in der weltweiten rechten Szene einen großen Namen gemacht. Donovan empfiehlt seinen männlichen Lesern, also an Frauen richtet er sich explizit nicht, Frauen hat er nichts zu sagen, Donovan empfiehlt seinen männlichen Lesern nicht nur, sich einer Gang, also einer gewalttätigen Männerbande anzuschließen, sondern er ist seinerseits Mitglied einer solchen, der in den Wäldern von Virginia hausenden Wolves of Windland, die sich als heidnische Stammesgemeinschaft nach germanischem Vorbild verstehen und einen neobarbarischen Lebensstil mit brutalen Initiations- und Tieropferriten praktizieren, dabei vom äußeren Erscheinungsbild her an Rockerbanden erinnern. Natürlich ist auch Donovan muskelbepackt, kahlrasiert und tätowiert Nietzsche-Anhänger, was bei den neuen Rechten in Deutschland besonders gut ankommt. So preist die Sezessionsautorin, immerhin eine Frau, Caroline Sommerfeld, Donovan als, Zitat, muskulösen Nietzscheaner und Anführer einer Horde. Als er Anfang 2017 nach Deutschland reiste, jetzt kommt eine Gemeinsamkeit zwischen Donovan und einigen von Ihnen zutage, um in Schnellroda an der Winterakademie des Instituts für Staatspolitik zum Thema Gewalt als Redner teilzunehmen, bereitete er sich dafür nicht nur nach eigener Aussage durch eine Lektüre von Nietzsches Genealogie der Moral vor, sondern er machte auch einen Abstecher, wohin? Natürlich zur Nietzsche-Gedenkstätte Röcken. Und zwar, um sich dort nackt neben einer der dort stehenden Skulpturen aus dem Röckener Bacchanal ablichten zu lassen. Das Foto hat Donovan anschließend auf seiner Facebook-Seite gepostet und mit den beiden Nackten, die Leibesmitte mit einem Hut bedeckenden und einander gegenüberstehenden Nietzsche-Statuen bezieht sich der Künstler Klaus Friedrich Messerschmidt in seinem Röckener Bacchanal aus dem Werkkomplex Versuch Übermensch
auf einen Wahnsinnszettel Nietzsches an Jakob Burckhardt vom 6. Januar 1889, in dem es heißt, da schreibt Nietzsche, in diesem Herbst war ich so gering gekleidet als möglich, zweimal bei meinem Begräbnisse zugegen. Wobei gering gekleidet, das ist ein produktives Missverständnis des Künstlers, wohl eher schlecht oder schlicht gekleidet heißen soll. Donovan wiederum geht es offensichtlich um eine stolze Pose und zur Schaustellung seines durch Bodybuilding und Tattoos modifizierten kampfbereiten Körpers im Sinne einer barbarisch-maskulinistischen Physioästhetik, die eher schlecht zu den von Krankheit gezeichneten erbärmlichen Verhältnissen des Leibes passt, von denen Nietzsche so oft berichtete, mit dieser Wortwahl im Brief an Meta von Salis vom 1. Januar 1887. Also die erbärmlichen Verhältnisse meines Leibes, von denen schreibt Nietzsche, damit könnte sich Donovan vielleicht nicht so sehr identifizieren. Wie auch immer, der Anschluss an Nietzsche wird jedenfalls gesucht, von Donovan ebenso wie von den Neurechten in Schnellroda in Sachsen-Anhalt, die ihn, also Donovan, regelrecht zum nietzscheanischen Kultautor stilisieren. Der Vortrag, den Donovan dann am 18. Februar 2017 im Rahmen des Schnellroda-Gewaltsymposiums unter dem Titel Violence is Golden hielt und den man auf dem YouTube-Kanal Schnellroda ansehen kann, wenn man das Bedürfnis hat, nimmt denn auch nicht nur inhaltlich auf Nietzsche Bezug, wenn es darin etwa heißt, Violence is a golden value to those who have or cultivate what Nietzsche would have called master morality. Also Gewalt ist ein großartiger Wert für alle, die das haben oder das kultivieren, was Nietzsche die Herrenmoral genannt hätte. Vielmehr bemüht man sich in Schnellroda, Donovan noch ausdrücklicher und sichtbarer in die Nähe Nietzsches zu rücken, indem man beispielsweise den Titel von Donovans jüngstem Buch, Becoming a Barbarian, also wie man ein Barbar wird, von 2016, in der 2017 ebenfalls bei Antaios erschienenen deutschen Übersetzung nicht etwa wörtlich übersetzt, also nicht wie man ein Barbar wird, sondern, was macht man? Man reaktiviert das falsche Nietzsche-Zitat, das wir schon von Kubitschek bzw. von Enzensberger kennen, nur Barbaren können sich verteidigen. Seine Titelwahl begründet der Übersetzer Nils Wegner im Nachwort damit, dass das Buch von Donovan ein starkes Plädoyer für das bewusste Außenseitertum ist, für ein Leben als Wolf inmitten der zivilisierten Schafherde der westlich-demokratischen Gesellschaft. Weiter als bis zu Enzensberger vermag zwar logischerweise auch Wegner dieses angebliche Nietzsche-Zitat ausdrücklich nicht zurückzuverfolgen. Dafür erklärt er aber, wenn auch seinerseits ohne nähere Quellenangabe, es bestehe eine inhaltliche Parallele zwischen Donovan und Nietzsche. So rede Nietzsche in Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, eine Schrift, die 1874 hier in Leipzig zuerst erschienen ist. So rede Nietzsche also in dieser Schrift starken Naturen das Wort, die unberührt von der historischen Krankheit sein sollen. Donovan ruft zur Verteidigung gegen die alltäglichen Zumutungen der One-World-Zivilisation auf. Einen genauen Stellennachweis zu Nietzsche oder aus seiner Historienschrift bleibt freilich auch der Donovanianer Wegner schuldig. Nietzsche-Kenner werden indes wissen, dass im 10. Kapitel der Historienschrift zwar tatsächlich von der historischen Krankheit die Rede ist, aber keinesfalls im Rahmen eines antikulturellen Neobarbarismus, wie ihn Donovan vertritt, sondern im Gegenteil. Nietzsche, der in diesem Frühwerk noch ein ganz anderes begriffliches Verhältnis von Barbarei und Kultur als in späteren Jahren in Anschlag bringt, diagnostiziert die historische Krankheit in diesem 10. Kapitel der Historienschrift gerade kritisch als Symptom einer mangelnden Teilhabe an der Bildung wahrer Kulturvölker. Und in einer nachgelassenen Vorarbeit zu eben diesem Textstück aus dem Jahr 1873 wird die historische Krankheit nicht nur in diesem Sinne als Feindin der Kultur, sondern sogar explizit als Zeichen des Barbarischen verurteilt. Mit Donovans Aufruf an die westlichen Männer, Barbaren zu werden, in die Wälder zu ziehen und Tiere zu opfern, verträgt sich das alles anders als der Übersetzer in seinem Nachwort suggeriert, vorsichtig gesagt eher nicht. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich, bevor meine geschätzte Kollegin, die Übermenschenforscherin Katharina Gretz gleich übernimmt, ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Der Versuch, Nietzsche als Vordenker einer Re- oder Neobarbarisierung gegen die westliche Kultur in Stellung zu bringen und ins Feld zu führen, funktioniert offenbar nur, so hoffe ich wenigstens gezeigt zu haben, unter Zuhilfenahme von falschen oder aber aus dem Kontext gerissenen und verdrehten Zitatstücken,
die man noch dazu projektiv überformen und auf sehr unbekümmerte Art in das eigene Ideologiegebäude einsetzen muss. Es gehört meines Erachtens auch zu den Aufgaben der gegenwärtigen historisch-kritischen Nietzsche-Forschung, solche Vereinnahmungsversuche nicht einfach zu ignorieren und zu belächeln, sondern ihnen einerseits durch Einordnung in Nietzsches Wirkungsgeschichte zu begegnen, zu zeigen, dass und wie sie an ältere Rezeptionsmuster anschließen, ihnen andererseits aber auch auf der philologisch-philosophischen Basis textgenauer, kontextualisierender Interpretationen von Nietzsches Schriften zu widersprechen. Damit kann man der neuen oder alternativen Rechten der Gegenwart zumindest zum Teil ihre Argumentationsgrundlage entziehen. Der von ihnen programmatisch entworfene nietzscheanische Barbar steht jedenfalls auf ziemlich tönernen Füßen. Damit bin ich jetzt mit diesem ersten Teil des Vortrags fertig. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe den Stab an meine Kollegin Katharina Kretz. Ja, im zweiten Teil des Vortrags möchte ich einen weiteren aktuellen gesellschaftlichen Diskurs vorstellen, in dem Nietzsche überaus präsent ist, nämlich die Debatte über die genetische und biotechnologische Optimierung des Menschen und die Möglichkeit der Züchtung eines neuen Menschen. Auch hier wird uns ein recht windiger Umgang mit Nietzsche-Zitaten begegnen. Auch hier zeigt sich, dass Nietzsche weniger als Gewährsmann aufgerufen wird, um neue Ideen und technische Möglichkeiten auf das Fundament der philosophischen Tradition zu stellen, sondern dass seine Überlegungen im Gegenteil genutzt werden, um zu provozieren und öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ebenso auch, um Schwellen gesellschaftlicher Entwicklung zu markieren, um den Beginn einer neuen Ära, einer neuen Etappe des Denkens oder auch einer neuen Moral anzuzeigen. Auch das freilich schließt an eine Tradition an, denn Nietzsche wurde schon in der frühen Rezeption als Denker des Kontinuitätsbruchs und als Inaugurator von Zeitenwenden in Anspruch genommen. Wie öffentlichkeits- und medienwirksam sich noch immer mit ihm argumentieren lässt, das hat Peter Sloterdijk mit seinen Thesen zum Menschenpark gezeigt, die ein Zeitartikel kurzerhand zum Zarathustra-Projekt erklärte, weil Sloterdijk sich bei seinen Überlegungen zur Zähmung des Menschen durch Züchtung primär auf Nietzsches Also sprach Zarathustra beruft. Auf Sloterdijks Provokation, die eine aufgeregte Feuilletonschlacht über die Möglichkeiten und Gefahren der aktuellen Biomedizin und vor allem der gentechnischen Veränderung des Menschen ausgelöst haben, werde ich zurückkommen. Zunächst aber möchte ich betonen, dass der Name Nietzsches auch sonst auffallend präsent ist, wenn Entwicklungen diskutiert werden, die unter dem Begriff des Transhumanismus zu fassen sind, also Möglichkeiten der gen- und biotechnologischen Veränderung des Menschen. Nietzsches Name taucht auf in Debatten über Enhancement-Technologien, die darauf zielen, den menschlichen Körper technisch aufzurüsten und die Grenze zwischen Mensch und Maschine aufzuheben. Vertreter des Transhumanismus beziehen sich auf Nietzsche, wenn sie in bewusst technizistischer Begrifflichkeit vom designten, getunten oder abgegradeten Menschen sprechen. So beginnt etwa Stefan Lorenz Sorgner, der sich im deutschen Sprachraum wohl am stärksten für die Verbindung Nietzsches mit dem Transhumanismus ausspricht, seinen Auftritt zum Themenabend Nietzsche auf der diesjährigen Phil Cologne mit Hinweisen auf die Digitalisierung des Menschen und auf Enhancement-Visionen, wie etwa die Integration des Smartphones in den Menschen oder die Implantierung von Computerchips in die Zähne. Doch was hat Nietzsche damit zu tun? Oder vielmehr, kann Nietzsche überhaupt etwas zu tun haben mit den genannten biotechnologischen Errungenschaften, die noch heute fantastisch anmutende Zukunftsvisionen sind und an die im ausgehenden 19. Jahrhundert nicht in Ansätzen zu denken war? Man kann für wahrscheinlich halten, dass Nietzsche, der an vielerlei Gebrechen litt, seinen Körper gerne einem kleinen Tuning oder Upgrading unterzogen hätte,
Doch ist es nicht anachronistisch, eine Verbindung herzustellen zwischen seiner Philosophie und den aktuellen Enhancement-Theorien? Lässt Nietzsche sich wirklich als Ahnherr des Transhumanismus verstehen, wie manche seiner Vertreter das meinen? Eine Analogie zum Transhumanismus drängt sich tatsächlich auf und sie steht entsprechend im Brennpunkt der wissenschaftlichen Diskussion über Nietzsches Verbindung zum Transhumanismus, nämlich die Idee des Übermenschen. Die Analogie, sie ist schon auf der Ebene der Wortbedeutung gegeben, da beide Komposita, also Transhumanismus und Übermensch, die Vorstellung einer Überschreitung des Menschen zum Ausdruck bringen. Einmal bezogen auf die Gattung als Überschreitung der Menschheit, das andere Mal bezogen auf das Individuum als Hinausgehen über den einzelnen Menschen. Die Idee des Übermenschen bringt Nietzsche vor allem in der Vorrede des Zarathustra zur Sprache, vor dem versammelten Volk, wenn er als Lehrer des Übermenschen auftritt. Hier begegnen die Aussagen, die in der transhumanistischen Argumentation mit Vorliebe zitiert werden, weil sie dem Menschen seine kategoriale Sonderstellung in der Natur absprechen und ihn zu einem entwicklungsoffenen Übergangswesen erklären. Drei Zitate dazu. Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham? Und eben das soll der Mensch für den Übermenschen sein. Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham? Der Mensch ist ein Seil geknüpft zwischen Tier und Übermensch. Nietzsche lässt sein Zarathustra auftreten als Künder eines anthropologischen Konzepts, das den Menschen nicht als eine Konstante, sondern als Übergangswesen entwirft. Der Mensch ist etwas zwischen anderem, zwischen Tier und Übermensch. Strukturell ist damit das anthropologische Denken der Transhumanisten vorbereitet, für die die Menschen transitional beings sind, deren Verschiedenheit vom Tier als eine nur graduelle gedacht wird. Bei dem derzeit bekanntesten Vertreter des Transhumanismus, dem schwedischen Philosophen und Mitbegründer der World Transhumanist Association, Nick Bostrom, etwa ist folgende Definition des Transhumanen zu lesen. Ein Transhumaner ist ein Übergangsmensch, jemand, der durch den Gebrauch von Technologie, durch kulturelle Werte und Lebensstil das evolutionäre Verbindungsglied zum kommenden Zeitalter der Posthumanität darstellt. Die Übergänglichkeit des Menschen, sie steht im Vordergrund auch von Zarathustras Übermenschenvision. Der Mensch scheint für Zarathustra einerseits Produkt der Evolution und verfügt andererseits doch über Möglichkeiten, in den Evolutionsprozess aktiv und steuernd einzugreifen. Entsprechend fasst der schon genannte und bekennende deutsche Transhumanist Stefan Lorenz Sorgner die Bedeutung Nietzsches für die Transhumanisten. Ihnen sei gemeinsam, Zitat, den Menschen als ein Work in Progress anzusehen, als jemanden, der sich selbst gestalten und weiterentwickeln kann, so weit, dass er möglicherweise nicht mehr derselbe ist und seine eigene Gattung auflösen kann. Ist Nietzsche also tatsächlich ein Vordenker und Wegbereiter des Transhumanismus? Ich würde es deutlich zurückhaltender so formulieren. In Nietzsches Texten finden sich Überlegungen, die sich mit einigem Recht im Sinne des Transhumanismus weiterdenken lassen. Doch weder steht sein Werk insgesamt im Zeichen des Transhumanen, noch lassen sich die einzelnen Vorstellungen ohne Widerstände ganz für das gegenwärtige transhumanistische Denken vereinnahmen. Das gilt gerade auch für die Idee des Übermenschen, die bei Nietzsche, darauf hat etwa Michael Hauskeller in einem Aufsatz aufmerksam gemacht, keineswegs ausschließlich im Sinne biologischer Perfektion zu verstehen ist.
Überhaupt gibt es in Nietzsches Werk nicht das Konzept des Übermenschen, sondern eine Vielzahl von Aufzeichnungen zum Übermenschen, die sich nicht auf einen Nenner bringen lassen. Oder nur dann, wenn man das überlieferte Material einseitig gewichtet, Brüche und Widerstände einebnet und so eine scheinbare Homogenität erzeugt. Bezeichnenderweise ist die Forschung uneins, worum es sich überhaupt handelt, wenn bei Nietzsche vom Übermenschen die Rede ist. Um einen Begriff, eine Metapher, eine Idee, eine Utopie, eine philosophische Lehre, ein Konzept, ein Philosophem. Weitgehend ausgeblendet, ja verschwiegen, wird im transhumanistischen Diskurs, dass neben dem Übermenschen auch der Gedanke der Züchtung sehr präsent bei Nietzsche ist. Vor allem im Nachlass begegnet der Begriff der Züchtung immer wieder. Teils hat er die Bedeutung von Erziehung, teils wird er aber auch in eindeutig biologischem Sinne verwendet. So ist etwa in einem nachgelassenen Notat von 1881, das ein Verdikt über Ehen ausspricht, aus denen keine Kinder von guter Qualität, wie es heißt, hervorgehen. Als Ideal scheint in dieser Äußerung die Idee einer staatlich gelenkten Menschenzüchtung auf. Aber der Staat will und wollte keine bessere Qualität, sondern Masse. Deshalb liegt ihm an der Züchtung der Menschen nichts. Einzelne ausgezeichnete Männer sollten bei mehreren Frauen Gelegenheit haben, sich fortzupflanzen, und einzelne Frauen mit besonders günstigen Bedingungen sollten auch nicht an den Zufall eines Mannes gebunden sein. Unter einer Reihe von Notizen aus dem Jahr 1884 findet sich eine skizzenhafte Aufzeichnung, die nicht nur von Züchtung, sondern auch von Vernichtung spricht. Es gelte, jene ungeheure Energie der Größe zu gewinnen, um durch Züchtung und andererseits durch Vernichtung von Millionen Missratener den zukünftigen Menschen zu gestalten und nicht zugrunde zu gehen an dem Leid, das man schafft und dessen Gleichen noch nie da war. Angesichts des hier formulierten Bekenntnisses zur Vernichtung von als unwert betrachtetem Leben ist es wenig verwunderlich, dass Nietzsche als Vorläufer der nationalsozialistischen Eugenik und der sogenannten Rassenhygiene gilt. Im breiteren öffentlichen Bewusstsein wird Eugenik häufig unmittelbar mit dem Nationalsozialismus assoziiert. Historisch ist das allerdings falsch, denn das Interesse an der Eugenik setzt bereits im Ausgang des 19. Jahrhunderts ein. Erste Projekte zur Züchtung von rassisch hochwertigen Menschen durch gezielte Partnerwahl wurden in Deutschland und England schon in den 1890er Jahren erwogen. Und zugleich traten in den USA und in Skandinavien erste Fortpflanzungsverbote und Zwangssterilisationen, ein schwieriges Wort, sogenannter Minderwertiger in Kraft. Die Eugenikdebatte des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts weist deutliche Parallelen zum heutigen Transhumanismus auf. Auch sie stand im Zeichen eines naturwissenschaftlichen Fortschrittsdenkens, das der Biologie eine Schlüsselfunktion zuwies für die Lösung drängender gesellschaftlicher und ökonomischer Fragen. Eugenische Überlegungen waren nicht an politische oder weltanschauliche Lager gebunden, sondern schlossen sich mit unterschiedlichen politischen Haltungen und Ideologien zusammen. Keineswegs knüpften sich von Beginn an primär Vernichtungsfantasien an das eugenische Denken. Im Gegenteil faszinierte die Hoffnung, die Entwicklung der Menschheit in einem großen Maßstab positiv beeinflussen zu können. Zu sehen ist das an dem Plakat, das Sie hier vor sich haben, das für den ersten 1912 in London stattfindenden Weltkongress der Eugenik wirbt. Das Plakat appelliert an den Menschen, seine Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen,
menschliche Evolution wird hier explizit als Self-Direction bezeichnet. Als Grundlage dafür sind die Wissenschaften vom Menschen verstanden, die hier abgebildet sind als Wurzeln des Baums. Eugenische Ideen wurden zum Motor eines in neuartiger Weise auf die Zukunft gerichteten Denkens und zum Nährboden utopischer Visionen. Immer wieder spielte dabei auch Nietzsche eine entscheidende Rolle. Exemplarisch zu sehen ist das in der Vision einer Art Menschenplantage, die der Fantasie des Naturwissenschaftlers und Schriftstellers Willibald Henschel entsprang. In seiner 1906 erschienenen programmatischen Schrift Midgard, ein Weg zur Erneuerung der germanischen Rasse, skizzierte Henschel ein Siedlungsprojekt, das die Hervorbringung einer, wie er sich ausdrückt, neuen Wiege germanischen Lebens bezweckte. Henschel beschreibt darin die Schaffung autarker Gemeinden, in denen 100 Männer mit jeweils 1000 Frauen zusammenleben sollten, deren vordringlichste Aufgabe im Gebären von Kindern bestehen sollte. Über die Auswahlkriterien heißt es, unter den jungen Bewerbern, Männern wie Frauen, sollten die Besten ausgesucht werden. Dabei soll Wuchs, Gesichts- und Haarfarbe, Körperbau und Leistungsfähigkeit in Betracht kommen. Die Männer durch Weit- und Hochsprung, die Frauen im Wettlauf erprobt werden. Sachverständige sollen auch die inneren Organe aller Bewerber auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit prüfen. Besonders an die Männer dürfen weitgehende Anforderungen gestellt werden, da ihre Zahl eine 10-mal geringere ist als die der Frauen. Im Hintergrund von Henschels Vision scheint Nietzsches Übermensch auf. Wenn es nämlich gelänge, so führt er aus, eine Institution zu schaffen, in der die Erfahrungen der praktischen Menschenzüchtung mit den Ergebnissen modernen genealogischen und biologischen Forschungen zusammengebracht und dem Midgard-Gedanken dienstbar gemacht würden, wenn dies gelänge, dann würde das so häufig missbrauchte Wort vom Übermenschen endlich in seinem wahren, vollendeten und eigentlichen Sinne zur Geltung gelangen. Und jetzt mache ich einen Sprung, denn nicht nur der Übermensch, sondern auch die Idee der Menschenzüchtung erlebt in unserer Gegenwart eine erstaunliche Wiederkehr. Peter Sloterdijks Regeln für den Menschenpark, eine Rede aus dem Jahr 1999, die noch im selben Jahr als Buch erschien, initiierte eine wahre Feuilleton-Schlacht über die Anwendung von Biotechnologie auf den Menschen. Sloterdijk, so wurde kolportiert, plädiere unter Berufung auf Nietzsche für die Selektion und Züchtung von Menschen. Einer Elite aus Philosophen und Biowissenschaftlern weise er die Aufgabe zu, die genetische Revision der Gattungsgeschichte einzuleiten. So wird Nietzsches schönster Traum bald wahr, die Zarathustra-Fantasie vom Übermenschen, resümierte Thomas Assheuer in der Zeit und erklärte Sloterdijks Züchtungs- und Selektionsfantasien zur, Zitat, Verirrung eines Weltanschauungsphilosophen, der in den Fußstapfen von Nietzsche und Heidegger versinke und sich dabei einbilde, er könne im Stadtwald von Karlsruhe die Moderne begraben. Liest man Sloterdijks Regeln für den Menschenpark unvoreingenommen, dann sind die Vorwürfe nicht so recht nachzuvollziehen. Eine Provokation stellt zweifellos die titelgebende Metapher des Menschenparks vor, den Sloterdijk unter Berufung auf Platon als Menschenzoo spezifiziert, der geprägt sei durch den Dualismus von Menschenhütern und ihren Schützlingen, von Zooleitern und Zoobewohnern, von Züchtern und Gezüchteten. Und der, so wird gesagt, einer Regelung bedürfe, beziehungsweise einer Politik, die aufzufassen wäre als Grundlagenreflexion über Regeln für den Betrieb von Menschenparks.
Wie diese Regelungen auszusehen hätten, bleibt freilich ebenso offen wie die im Text aufgeworfene Frage, ob die Differenz zwischen Zooleitern und Zoobewohnern eine zufällige oder aber eine prinzipielle sei. Die einzig ausgesprochene Forderung Sloterdijks lautet, dass die Menschen, die faktisch in der Gegenwart die Selektionsmacht errungen hätten, diese auch ausüben sollten. Ziel müsse sein, Zitat, das Spiel aktiv aufzugreifen und einen Kodex der Anthropotechniken zu formulieren. Bestimmter und programmatisch fordernder wird Sloterdijk nicht. Seinen Regeln für den Menschenpark ist es in der öffentlichen Rezeption ein wenig so ergangen, wie es im Umgang mit Nietzsches Texten häufig zu beobachten ist. Was fragendhypothetisch und gleichsam versuchsweise formuliert ist, wird in feste Aussagen, in Urteile, ja in programmatische Forderungen umgemünzt. Problematisch an Sloterdijks Ausführungen scheint mir nicht, dass hier unter Berufung auf Nietzsche ein inhumanes Menschenzüchtungsprogramm propagiert würde. Das ist nämlich nicht der Fall. Für problematisch halte ich vielmehr, wie Sloterdijk auf die Suggestionskraft starker Metaphern setzt, ohne deren Bedeutung argumentierend auszuschöpfen. Gerade an den neuralgischen Punkten zieht sich die Aussage immer wieder ins Unverbindliche zurück und überlässt die Folgerungen dem Leser, dem der Text durch seine Bildlichkeit ein starkes Assoziationsangebot macht. Hinzu kommt, dass immer wieder über die Tradition, vor allem über Platon, Heidegger und Nietzsche argumentiert wird, wobei Nietzsche der Vorrang zukommt. Wer hat Atem genug, das ist ein Zitat, sich eine Weltzeit vorzustellen, in der Nietzsche so historisch sein wird, wie Plato es für Nietzsche war? Der Autor Sloterdijk tritt über weite Passagen völlig zurück hinter die Gedanken seiner philosophischen Gewährsmänner. Oder vielmehr, er scheint zurückzutreten, denn wo er sich auf philosophische Traditionen beruft, handelt es sich um Interpretationen. Interpretationen, die zum Teil recht gewaltsam verfahren, und das sieht man gerade an seinem Umgang mit Nietzsche. Die zentrale Bedeutung Nietzsches wird dadurch betont, dass Nietzsche der einzige Philosoph, ja überhaupt der einzige Autor ist, den Sloterdijk ausführlicher zu Wort kommen lässt. Allerdings beruft er sich auf keine der im Zusammenhang mit Selektion und Züchtung prominenten Textstellen. Weder geht er direkt auf den Übermenschen ein, noch unmittelbar auf Nietzsches Gedanken zur Menschenzüchtung. Vielmehr gibt Sloterdijk eine längere Passage aus dem dritten Teil von Also sprach Zarathustra wieder, aus dem relativ unbekannten Kapitel von der verkleinernden Tugend. Dort wird erzählt, wie Zarathustra in die Stadt zurückkehrt und findet, dass alles kleiner geworden sei. Die Häuser und die in ihnen wohnenden Menschen, wofür er die herrschende Lehre von Glück und Tugend verantwortlich macht. Die von Sloterdijk zitierte längere Passage endet dann mit den Worten: Tugend ist ihnen, was bescheiden und zahm macht. Damit machten sie den Wolf zum Hunde und den Menschen selber zu des Menschen bestem Haustiere. Für Sloterdijks Argumentation ist das die entscheidende Referenzstelle. Auf sie bezieht er sich, wenn er Nietzsche zuschreibt, eine neue Sicht auf den Humanismus ermöglicht zu haben, die die Geschichte des Menschen verständlich mache als eine Geschichte der Zähmung und Abrichtung, als das Projekt Domestikation. Indem Nietzsche das Domestikationsgeheimnis offenbarte, habe er, Sloterdijk, Zitat, das große Ungedachte denkbar gemacht, vor dem der Humanismus von der Antike bis in die Gegenwart die Augen abwandte. Sloterdijk blickt also zunächst zurück auf die Geschichte des Humanismus, die er uminterpretiert in eine Geschichte der Menschenzähmung. Für die Gegenwart konstatiert Sloterdijk, und auch hier beruft er sich auf Nietzsche bzw. Zarathustra, eine neuerliche Vertierung und
Verwilderung des Menschen, die aber gerade nicht bei ihm als Barbarisierung erscheint, sondern als eine Verzwergung. Die Kleintierzüchtung der Zivilisation. Sloterdijk macht für sie vor allem die Massenmedien, die Medien der enthemmenden Unterhaltung, wie er sagt, verantwortlich. Sie bringe jämmerliche, auf Taschenformat geschrumpfte Menschlein hervor, die wie Zarathustra von den letzten Menschen sagt, ausgestattet seien mit einem Lüstchen für den Tag und einem für die Nacht, also mit niederen, aber auch leicht zu befriedigenden Bedürfnissen. Im derart zugleich depravierten und verwilderten Menschen erreicht die Verhaustierung der Gattung Mensch nach Sloterdijks Gegenwartsdiagnose, die diejenige Zarathustras aufgreift und weiterführt, ihre letzte Schwundstufe. Die Menschen hätten es, so interpretiert Sloterdijk Zarathustras Rede von der Verhaustierung des Menschen, mit Hilfe einer geschickten Verbindung von Ethik und Genetik fertiggebracht, sich selbst klein zu züchten. Im Anschluss an diesen Befund kommt dann auch bei Sloterdijk der Übermensch ins Spiel, nämlich als eine positive Zukunftsvision, die dem Projekt Domestikation ein Gegengewicht biete, indem sie ein riesenhaftes Gelände abstecke, auf dem sich, so heißt es, die Bestimmung des Menschen der Zukunft wird vollziehen müssen und die Sloterdijk gleichwohl gänzlich im Wagen belässt. Das Emblem Übermensch steht in Nietzsches Überlegungen nicht für den Traum von einer schnellen Enthemmung oder einer Evasion ins Bestialische, wie die gestiefelten, schlechten Nietzsche-Leser der 30er Jahre wähnten. Der Ausdruck steht auch nicht für die Idee einer Rückzüchtung des Menschen zum Status vor der Haustier- und Kirchentierzeit. Wenn Nietzsche vom Übermenschen spricht, so denkt er ein Weltalter tief über die Gegenwart hinaus. Er nimmt Maß an den zurückliegenden tausendjährigen Prozessen, in denen bisher dank intimer Verschränkungen von Züchtung, Zähmung und Erziehung Menschenproduktion betrieben wurde. Formuliert ist hier negativ, wofür der Übermensch nicht steht, nämlich nicht für ein Barbarisierungskonzept, wie es die Nationalsozialisten betrieben haben und es die neue Rechte gegenwärtig zu reanimieren sucht. Aber auch nicht für die Restitution des ungezähmten Homo Natura. Wie das neue Züchtungsprogramm aussehen könnte, überlässt Sloterdijk freilich gänzlich der Imaginationskraft des Lesers. Regeln also sind den Regeln für den Menschenpark nicht zu entnehmen. Wenn aus ihnen eine Forderung oder Botschaft ableitbar ist, dann die, dass die Geschichte der Menschheit als eine Geschichte der Züchtung zu begreifen ist und es gilt, sie als solche fortzuführen. Bei Nietzsche sieht Sloterdijk die hierfür entscheidenden Maßgaben formuliert. Er, also Nietzsche, will die bisherigen Inhaber der Züchtungsmonopole, die Priester und Lehrer, die sich als Menschenfreunde präsentieren, beim Namen und ihrer verschwiegenen Funktion nennen und einen weltgeschichtlich neuartigen Streit zwischen verschiedenen Züchtern und verschiedenen Züchtungsprogrammen lancieren. Man kann hier nun kaum mehr von einer Nietzsche-Interpretation sprechen, vielmehr wird Nietzsche ein Programm untergeschoben, das er so an keiner Stelle formuliert und das sich nur durch allerkühnste Interpretationskünste aus den angeführten Zarathustra-Passagen herleiten lässt, in denen weder von Genetik noch von einem Streit zwischen verschiedenen Züchtungsprogrammen die Rede ist. Die Idee einer offenen Konkurrenzsituation zwischen verschiedenen Züchtungsprogrammen ist nicht die Idee Nietzsches, sondern die Idee Peter Sloterdijks. Mein letzter, kürzerer Abschnitt zu Marc Jongen. Marc Jongen, der als Mitarbeiter Sloterdijks über Sloterdijk promovierte, seine geplante Habilitation über Sloterdijk dann aber aufgab zugunsten seiner politischen Laufbahn bei der AfD,
hat sich mit einem 2001 in der Zeit unter dem Titel »Der Mensch ist sein eigenes Experiment« nach dem Humanismus in die Debatte über die Menschenzüchtung eingemischt. Interessant ist das für uns zum einen, weil Jongen, der seine Ausführungen von Anfang an konsequent mit Nietzsche-Zitaten garniert, in der Nietzsche-Forschung ein recht starkes Echo erfahren hat. Die Münchner Nietzsche-Gesellschaft hat Jongen mit einem Kolloquium und einer zugehörigen Buchpublikation unter dem Titel »Der Mensch, sein eigenes Experiment«, also mit Fragezeichen versehen, eine Plattform geschaffen und seine Thesen zugleich kritisch reflektiert. Zum anderen ist es interessant, weil Jongen, so sehr er auch an Sloterdijk anschließt, durchaus einen eigenen Akzent setzt, indem er nämlich vereindeutigend und fordernd argumentiert, was schon der Untertitel seines Artikels signalisiert. Einige Thesen, mit denen der Nationale Ethikrat für Gentechnologie Frieden schließen sollte. Jongen stellt Forderungen auf für den gesellschaftlichen Umgang mit den neuen Biotechnologien. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass er selbst sich kokettierend den Überbringer der neuen Botschaft nennt, der nicht für deren Inhalt verantwortlich zu machen sei. Tatsächlich aber tritt Jongen mit dem Anspruch auf, die Zeichen der Zeit erkannt zu haben, und das bedeutet für ihn die Tatsache der, wie er sagt, Überholung des humanistischen Menschen akzeptiert zu haben. Ja, er begrüßt emphatisch die neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten, die für ihn zwei Aspekte haben. Zum einen konstatiert er die Heraufkunft eines neuen Menschentyps, der sich der biotechnologischen Selbsterneuerung hingebe, ja, dem diese Selbsterneuerung gar nicht schnell genug gehe. Zum anderen verkündet Jongen den Bankrott der humanistischen Werte. Zitat: Der Boden, auf dem die christlich-humanistischen Wertetafeln ruhen, also die Rede von den Wertetafeln erinnert an Nietzsches Zarathustra, dieser Boden sei bereits so weit erodiert, dass jeder Rekurs auf ihn in erster Linie den Abgrund sichtbar mache, der sich darunter geöffnet habe. Jongen ruft das Ende des metaphysisch kodierten hochkulturellen Zyklus der Menschheitsgeschichte aus. Für den neuen radikal antihumanistischen Menschentyp könne der Begriff Menschenwürde nur noch eine semantische Altlast darstellen, sagt er. Statt sich an den altehrwürdigen Phantasmen der Freiheit sittlichen Handelns und der Subjektautonomie festzuklammern, gelte es auf intelligente Steuerungsimpulse zu setzen. Wie das aussehen könnte und was unter intelligenten Steuerungsimpulsen zu verstehen ist, das lässt Jongen freilich ebenso offen wie Sloterdijk, wenn er von seinem Kodex der Anthropotechniken spricht. Anders als Sloterdijk übernimmt Jongen das Machbarkeitspathos der Transhumanisten und greift deren Schlagworte auf. Die kalifornischen Transhumanisten um Max Moore, Ray Kurzweil und Marvin Minsky erklärt er zur Avantgarde einer Menschheit, die dabei ist, sich vom Subjekt zum Projekt aufzurichten und die radikal ernst zu machen beginne mit der Erkenntnis, dass der Mensch durch und durch autopoetische, sich selbst erzeugende, sich selbst entwerfende Wesen seien, die Menschen. Während Sloterdijk in seiner Argumentation immer wieder die Grenze zwischen Züchtung und Erziehung verwischt, spielt Erziehung bei Jongen überhaupt keine Rolle mehr. Vielmehr stehen seine Darlegungen ganz im Zeichen einer ungebrochenen Machbarkeitseuphorie. Es gelte, so Jongen, das naturhaft vorgefundene Sein als imperfekten, erst noch zu informierenden Ausgangsstoff für die künftige Um- und Neuschöpfung zu betrachten. Als Emblem des sich selbst entwerfenden Menschen begegnet dann auch bei Jongen ein wenig überraschend oder weniger überraschend Nietzsches Übermensch, flankiert von weiteren Nietzsche-Reminiszenzen. Als das nicht festgestellte Tier ist der Mensch in dem Maß, als er zu sich selbst findet, dazu verurteilt, sich zu erfinden.
Denn er ist nichts anderes als dieses Sich-Erfinden. Diesen im Wesen des Menschen gründenden Zug zur Selbsttranszendenz bildet den nüchtern logischen Kern von Nietzsches berüchtigter Lehre vom Übermenschen, die erst heute im Horizont ihrer technischen Umsetzbarkeit ihr volles prophetisches Potenzial entfaltet. Nietzsche, Zitat, man wird mich etwa gegen das Jahr 2000 lesen dürfen. Ist der Mensch erst einmal in diesem Sinn als sein eigenes Projekt, sein eigenes Experiment akzeptiert und die alte Moral zu Grabe getragen, dann tauchen so Jungen die eigentlich relevanten, die gesellschaftlich drängenden Fragen in den Vordergrund tauchen auf. Hat man mit dieser Perspektive im Grundsätzlichen einmal Frieden geschlossen, dann ergibt sich neben der heilsamen Entlastung von permanenter moralischer Überforderung eine signifikante Verschiebung im persönlichen Sorgenhaushalt. Nicht mehr die Übermenschenzucht, die mögliche Übermenschenzucht als solche wirkt beunruhigend, sondern die drohende Aussicht, dieselbe könnte nach Maßstäben des letzten Menschen ins Werk gesetzt werden. Der letzte Mensch lebt am längsten. Diese Prophezeiung Nietzsches fände dergestalt ihre perfideste Erfüllung. Der letzte Mensch bietet im Zarathustra den Gegenentwurf zum Übermenschen. Wenn Zarathustra ihn aufruft als Schwundstufe der Menschheit, als verächtlichste Daseinsform des Menschen überhaupt, dann ist seine Zielscheibe unverkennbar die nivellierende demokratische Massengesellschaft mit ihrer Orientierung am Glück der meisten. Jungen, der an das Schreckgespenst des letzten Menschen erinnert, will seine selbstgezüchteten Übermenschen offenkundig als eine Elite verstanden wissen und die Möglichkeit der Selbstperfektionierung wenigen Auserwählten vorbehalten. Die Begründung dafür bleibt er freilich schuldig. Er muss sie auch schuldig bleiben, denn sie wäre nur durch eine Wertediskussion zu leisten. Und anstelle von Werten gibt es bei Jung ja nur mehr intelligente Steuerungsmechanismen. Damit danke ich Ihnen für Ihre lange Geduld. Applaus